Und weiter geht's. Wir haben ja in der letzten Folge einen der Schwestern der Verzweiflung erlegt und jetzt gehen wir dazu über, uns die erste Adlerfeder zu holen, mit der wir nachher an die Artefakte rankommen und damit besondere Fähigkeiten erlangen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ja, und wir krauchen hier immer noch durch die Abwasserkanäle. Ich schätze mal, dass es Abwasserkanäle darstellen sollen. Schön gucken. Oh, hallo, Kollege. Zack, bumm. Das ist so geil. Ich feiere es einfach nur, wie die jedes Mal winken. Oh, ich hoffe, ich übersteuere jetzt hier nicht zu sehr. Da-da. Zack. Hä? Habe ich nicht die erste Adlerfeder? War das nicht hier oder war das dann doch woanders? Hm, Fee ist verwirrt. Fee ist hart verwirrt. Hä? Ich bin irritiert, ganz ehrlich. Ah, okay, genau. Hier war dann das. Die kann man dann hier hoch und... Alter. Bekam ich doch nicht die erste Adlerfeder? Och, Menno, ich dachte, ich bekomme eine Adlerfeder. Hm. Da verstehe ich gerade das ganze Tamtam hier nicht. Oh, ist das. Das müsste die Plasma-Gun sein. Okay, aber. Oh, ich will die Plasma-Gun. Schade, schlecht gesprungen. Was war jetzt da hinten? Wir sind vorhin durch in der letzten Folge durch ein Portal gekommen. Welches war das? War das da hinten? Das war da nicht. Ich glaube, ich werde nochmal zurücklaufen müssen. Menno, ich will die Plasma-Gun. Ferner, das ist die, aber es müsste die eigentlich sein. Den Shredder bekommt man erst später. Hm. Ja genau, Kollege. Der war gerade leicht gedamaged. Ich will da durch. Will da durch, will da durch, will da durch. Nee. Hm. Das ist gerade ungünstig, ungünstig, ungünstig. Hm. Ja gut, mit etwas Glück finde ich nochmal den Weg zurück. Ansonsten haben wir jetzt gerade irgendwie ein bisschen Pech. Ich glaube, hier kommt die echt erst später. Oder ich bin gerade einfach nur dämlich. Meistens ist es Letzteres. Huch, da leckte es gerade einen kurzen Moment. Das tut mir leid. Das Problem habe ich immer dann, wenn hier der Soundtrack zurückgeschaltet wird. Ich vermute einfach, dass es mit dem Patch zusammenliegt. Beziehungsweise zusammenhängt eher. Was sind wir jetzt hier? Oh Gott, ich habe keine Orientierung mehr. Merkt man das? Ich ärgere mich gerade eben ein bisschen. Warum? Habe ich irgendwas übersehen? Man bekam doch an irgendeiner richtig komischen Stelle dann die erste Adlerfeder. Ja gut, der Sache, wenn wir auf den Grund gehen. Huch, Minimum. Ach, ich weiß nicht, irgendwie mag ich diese Stadt. Irgendwie gefällt es mir. Ja, Ich hatte nochmal durch die ganz alten, durch die ersten Folgen meines Let's Plays geschaut. Und habe eine Stelle gefunden, wo ich darauf hindeute, dass ich mal einen Traum zu diesem ganzen Spiel hatte. Grafikwand. Und zwar
habe ich aus irgendwelchen Gründen mit der Mittelschule mal geträumt. Also wir hatten so eine eher alte Schule, so neubaumäßig war die. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich da mal geträumt, dass wir eins von diesen Seelenportalen unten im Keller hätten und aus irgendwelchen Gründen stand der ganze Keller unter Wasser und so weiter. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es war das erste Mal, nachdem ich dieses Level hier gespielt habe. Nein, jetzt nicht. Geh weg. Okay, da oben kommen wir nochmal rein. Ja, ich verzieht ein bisschen. Okay. Ich kann mir diesen merkwürdigen Traum bis heute nicht erklären. Aber es lag wohl wirklich damit zusammen. Wir hatten, glaube ich, das erste Mal Kampf am Fluss der Seelen gespielt und so. Und ich war so fasziniert von diesem Level und überhaupt. Und, ach, das ist alles schon ganz schön cool. Mir gefällt das bis heute richtig gut. Ich spiele das auch total gerne. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit mit einem Grinsen hier rum und freue mich meines Lebens. Und oh nein! Nicht schon wieder! Ich hasse euch! Euch und eure gesamte Brut! Oh. Ah, okay, hier brauchen wir dann auch nochmal. Ah. Ja, wie man sieht, wir haben noch kein einziges Artefakt. Können wir auch erst später rein. Um dann da durchzukommen. Och nö. Ich weiß, da unten ist ein Schalter. Oh Gott. Ich habe ja gesagt, dass Kampf auf Fluss der Seelen einfach nur unglaublich verwirrend sein kann. Und ich habe das ja schon mal gespielt, also. So ist es nicht. Du liebes Bisschen. Oh. Ich habe mich jetzt echt einen ganz kleinen Moment erschreckt. Okay, ist das da unten aufgegangen? Kann man hoch? Kann man auch nochmal lang? Muss ich erst was aktivieren? Ist das schon diese richtig beschissene Stelle? Toll, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Ich muss immer wieder gucken. Okay, da kamen wir her. Da oben war nichts. Ich musste erstmal hier runter. Ach so, bist du so ein Kollege. Ich hasse diese Viecher. Da war ein Hebel. Ich glaube, die haben es aus dem ersten Teil übernommen, oder? Gab es die nicht schon im ersten Teil? Zum allerersten Turok? Jetzt ärgere ich mich gerade wirklich, dass ich das Full Health schon verbraucht habe. Ja, man krauchte nicht erst seit Outlast durch irgendwelche Schächte. Boah. Oh Mann. Meine Gesundheit geht gerade runter wie nix. Ich hoffe, dass ich hier nochmal ein bisschen Gesundheit finde. Oh, leg mich doch am Arsch. Vor allem diese großen Spinnen sind so widerlich, weil die einfach nur unglaublich viel aushalten. Och nö. Das war gerade irgendwie doof. Alter. Ist scheißegal, ob ich jetzt Munition verschwende oder nicht. Oder wie oder was. Soll ich jetzt schon runterspringen? Ich bin mir gerade unsicher. Nee, kommt, ich gehe erstmal in das Portal da unten rein, weil bestimmt vergesse ich das sonst. Ach, danke schön. Hat jemand meine Not erkannt? Ah, an den erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gut.
Sie haben keinen Kiefer mehr daher. Das finde ich halt richtig cool, also. Ja, Fail-Drache spielt Resident Evil. What's up? Und Zombie-Level gibt's auch nicht erst seit Battlefield, oder? War das Battlefield? Nee. Oder war das Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe weder Battlefield noch Call of Duty extrem irgendwie gespielt. Irgendwas davon hatte doch einen Zombie-Level prinzipiell. Irgendeins von diesen Ballerspielen. Und die Dame kam jetzt schon? Und sie ist schlecht gelaunt wie eh und je? Na. Oh. Sehr schön. Mensch, haben wir jetzt schon ein Seelenportal und eine. Nee, sogar zwei Schwestern der Verzweiflung schon erlebt. Cool. Ich sehe, wir kommen voran. Ich klappe jetzt nochmal eben die Spawner ab. Da hinten spawnt Leben. Das werde ich auf alle Fälle gut gebrauchen können. So, so. Okay, wo war jetzt... Ach, da war die Ruckel. So, okay. Wir sind ausgerüstet. Und weiter geht's. Okay, jetzt gehen wir aber da runter. Man kann gar nicht anders, man muss immer zu mitsummen. Das ist total lustig. Ach nee, das ist Betäubungsgewehr. War das nicht das? Zack, bumm. Ja, das ist halt eigentlich auch komplett nutzlos. Ich sehe mich da schon runterklatschen. Achso, ja, man sollte. Ja, das war gerade irgendwie doof. Okay, da ist das. Ah, alles klar. Ich speichere lieber ab, weil ich keine Lust habe, unten in das Wasser reinzufallen. Nee, keine Cheats. Da wollte ich es gar nicht draufklicken. Safe Game, Safe Game. Alter! Oh, what the fuck? Ich wäre fast runtergesegelt. Ja, gut. Hm. Hä? Hä? Ja, das bringt jetzt nicht so viel, oder? Hm. Was ist das? Okay, jetzt haben wir zumindest hier nochmal reingeschafft. Hm. Kann man hier nicht an so einer komischen Stelle die Adlerfeder? Offenbar dann doch nicht. Die bekam man wohl doch erst später. Also ich weiß, es gibt so ein richtig gemeines Tauchlevel. Aber ob das jetzt hier bald schon kam oder erst später oder... ich weiß es nicht mehr. Oh. Geh weg. Oh nein. Oh, oh nö. Ich wusste, das kam hier. What? Wo? Hä? Wo? Ja, wo denn? Da. Hä? Der Dude da in der Ecke. Ich habe mich jetzt echt gewundert, wo kam das denn jetzt her? Was für die Tranquilizer-Gun? Shotgun. Toll. Danke. Danke. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon 9 oder 10 Leben. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier unten ging jetzt irgendwo was auf. Ach nee, hier ging was auf, ne? Ja.
Ja, es ist verwinkelt ohne Ende. Zack, bumm. Warum auch immer ich die Tonne zerschießen muss, damit das da aufgeht. Und ach, egal, ich frage lieber nicht mehr nach. Ich lasse das mit dem Nachfragen. Das bringt bei Turok ja so oder so nichts. Okay, ich erkunde hier noch schnell das Areal. Geh weg. Mir doch jetzt egal, ob ich das verschwende oder nicht. Okay. Alter, ich hasse die Biester. Schnauze. Waren das nicht drei? Offenbar dann doch nicht. Oder ich habe zwei gleichzeitig erwischt. Och, ey, leck mich doch am Arsch. Das nervt einen kleinen Jurassic Park 2 Viecher, oder? Hä? Hier hat sich gerade einer unsichtbar gemacht oder was auch immer. Ja, sorry, unsichtbar gut und schön, aber ich sehe dich immer noch. Es ist echt nicht so einfach, hier jetzt gerade den Überblick zu behalten. Oh, toll. Toll. Ja, bloß das Tranquilizer. Ja, da mache ich mir jetzt nicht die Mühe, den zu erschießen. Ich frage mich bis jetzt echt immer noch, was das andere für einen Sinn gehabt hat. Oder Sinn ergeben hat, oder ach, leck mich doch am Arsch. Okay, ist Level Ausgang. Jetzt müssen wir trotzdem wieder zurücklatschen. Jetzt geht's nämlich ans Tauchen. Ich glaube, da kann man nämlich zum nächsten Friedhof. Nee, oder? Nee, nicht Friedhof. Seelenportal? Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon insgesamt? Missionsstatus. Okay, von beiden fehlt uns noch eins jetzt. Ich glaube nämlich da dieser Tauchpart. Entweder kam da was wirklich Interessantes oder die Adlerfeder. Eins von beiden. So. Heilung. Wo war denn das jetzt? Hier. Hier war jetzt der Schwimm- und Tauchpart. Da fällt mir die Waffe. So. Tot. Ja, ich glaube, diese Viecher spawnen echt aus dem. Hä? What the. Hell? Ich glaube, du hast ja festgepackt. Zack. So, ich denke mal, ich werde das Level. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Im Hintergrund quiekt es wie lustig. Meine Meerschweine haben gerade Party. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde. Dieses Video an der Stelle jetzt beenden. Eine Minute ist zu früh, aber egal. Ja, wir haben heute mal wieder richtig viel rumgefailt und hatten Spaß in der Aufnahme. Und Meerschweine haben sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Ich denke mal, ich werde jetzt an der Stelle Schluss machen und bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Folge gehen wir dann lustig tauchen. Das kann spaßig werden. Juhu. Na dann, tschüss.